Herzlich willkommen zu diesem Video. Wenn du wissen möchtest, wie eine erfolgreiche Kampagne aussieht und was du beim Kampagnenaufbau auf jeden Fall vermeiden sollst, dann bleib auf jeden Fall hier dran. Lass uns schon mal ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro wieder. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist wie immer Nico Becker und ich habe mir heute den Saad Chamo an meine Seite geholt und wir werden heute über das Thema Kampagnen und Anzeigen sprechen. Ist natürlich unser Fachgebiet und da wollen wir dir einfach mal so ein paar Sachen mitgeben, vor allem No-Gos, die du vermeiden solltest, wenn es darum geht, deine Werbeanzeige letzten Endes aufzubauen. Du hast hier auf dem Kanal schon einige Videos dazu bekommen, aber man kann das Thema eigentlich nie genug erklären, sag ich mal. Und ich möchte dafür zuallererst als erstes auf das Bild eingehen. Also wenn wir von Werbeanzeigen sprechen, egal ob jetzt bei Facebook oder auf anderen Plattformen, habe ich ja ganz oft eigentlich zu wahrscheinlich 80% eine Kombination aus Bild und Text. Und ich möchte zuerst auf das Bild eingehen, was du letzten Endes dort verwendest. Vor allem auf die Grafik, weil wenn du jetzt irgendein Produkt hast, eine Küche, ein Terrassendach, Photovoltaikanlage, dann hast du ja letzten Endes eine Möglichkeit, mit einem Bild dieses Produkt darzustellen. Und daraus könnte man schon mal so eine ganze Philosophie machen, wie dieses Bild jetzt konkret aussehen soll. Sollen da irgendwelche Symbole rauf, sollen da keine Symbole rauf? Was soll das Bild letzten Endes abbilden, was nicht, wie soll es aussehen? Und vorab ist mir wichtig zu sagen, es gibt da kein konkretes richtig oder falsch. Wir sehen das immer wieder bei unseren Kampagnen, dass manche Bilder mal hier funktionieren, mal da aber nicht. Natürlich gibt es aber schon gewisse Grundregeln, die man befolgen sollte. Die erste Regel ist klar, versteht sich von selber, wird trotzdem nicht immer gemacht. Dein Bild sollte erstmal überhaupt das Produkt abbilden. Ich sehe das relativ häufig immer noch bei Partnern, die vielleicht vorher selber mal Werbung gemacht haben, dass denn dort zum Beispiel von mir aus irgendwie das Firmengebäude abgebildet wird, obwohl es um PV geht. Ja? Kann man natürlich alles machen, kann man auch gerne mit einbringen, dass man so ein bisschen Imagewerbung für sich selber macht. Aber der Großteil der Werbung sollte halt einfach das Produkt abbilden, was ich bewerben möchte. Wenn ich Terrassendach bewerben möchte, müssen dort Terrassendächer zu sehen sein. Das ist schon mal Punkt 1. Der zweite Punkt sind Symbole auf der Grafik selber. Hier muss man jetzt ein bisschen ja, mit Vorsicht an die Sache rangehen. Man kann natürlich sagen, okay, wenn ich jetzt irgendeinen größeren Benefit habe, von mir aus irgendeine Förderung, wo ich sagen möchte, okay, ich möchte darauf aufmerksam machen, dann kann ich auf die Werbung so einen Benefit letzten Endes draufsetzen, dass ich sage, okay, ich zeige das jetzt meinem Kunden auch über das Bild, dass ich da irgendeine Grafik einbaue oder sowas. Man sollte es aber nicht übertreiben, ja, weil, wie in Regel 1 schon gesagt, das Produkt sollte im Vordergrund stehen, der Nutzer muss sehen, worum es geht und du kannst dort die Grafik natürlich entsprechend bearbeiten, wenn du das möchtest, aber man muss es halt am besten Fall nicht übertreiben, damit man eben noch sieht, okay, es geht um das Produkt selber. Und die dritte Regel, die ich dir mitgeben möchte, das ist jetzt keine wirkliche Schwarz-Weiß-Regel, das ist, würde ich sagen, eher sowas wie eine Gefühlsregel. Aber auch hier haben wir immer wieder Beispiele von unseren Kunden, dass manche Sachen einfach nicht so funktionieren. Vor allem, wenn es darum geht, dass Hersteller Bilder schicken. Weil der Hersteller, das ist hier in der Firma schon quasi sowas wie ein Running Gag, der Hersteller macht natürlich immer Bilder von seinen Produkten, die besonders gut aussehen. Klar, ich habe jetzt meine Händler, die kriegen alle von mir ein Bildportfolio und da sind halt wirklich Hochglanzfotos drin. Da stehen Models, Schauspieler davor, die Sonne geht gerade unter. Wir haben auch schon Bilder bekommen hier in Deutschland mit einem Palmstrand davor. Gibt's wahrscheinlich nicht so häufig. Was ich damit nur sagen möchte ist, solche Hochglanzfotos, die funktionieren bei Facebook, Meta einfach nicht so wirklich gut. Der Grund dafür ist folgender. Facebook gibt es jetzt seit mehreren Jahren, also über 10 Jahre ist die Plattform ja schon als Werbeplattform letzten Endes bekannt. Das heißt, wirklich der Großteil der Nutzer, der bei Facebook unterwegs ist, der ist mit Werbung in Anführungsstrichen groß geworden. Also die Plattform, so wie sie ist, die gibt es ja wirklich schon seit Jahren und die war auch, wie gesagt, immer eine Werbeplattform. Jeder Mensch, der Facebook nutzt, der kennt es eben auch als Werbeplattform. Das heißt, du musst es dir wirklich so vorstellen, dass Werbung an und für sich bei Facebook von den meisten Leuten wahrscheinlich gar nicht mehr so wirklich wahrgenommen wird, wenn es wirklich stark nach Werbung aussieht. So, das ist nämlich das Entscheidende. Aber wenn ich Werbung mache, die wirklich nach Werbung schreit, und das ist nun mal oft mit Herstellerbildern einfach so, dann sorgt das dafür, dass Leute durch ihr Handy durchscrollen, sehen, oh, okay, Werbung, nächster Beitrag, fertig. Der Vorteil, den du jetzt eben hast bei sozialen Netzwerken, ist, dass andere Leute, also meine Freunde jetzt zum Beispiel, wenn ich Facebook nutze, ja auch Bilder posten. Bilder, irgendwelche Sachen veröffentlichen, wo ich dann schon nochmal hängen bleibe, weil das sieht aus wie ein organischer Beitrag. Jetzt weißt du wahrscheinlich schon, wo ich hin möchte. Unsere Erfahrung ist wirklich, Bilder, wenn sie einfach sind, wenn sie echt sind, authentisch, organisch, funktionieren in der Regel besser. Da muss kein professioneller Fotograf kommen. Es ist immer schön, solche Bilder zu haben. Klar, für die Homepage kann man auch gerne mit in die Werbung mit einbringen, ein bisschen Imagewerbung machen. Aber unsere Erfahrung ist wirklich, dass Werbeanzeigen, die besonders gut performen, die klickstark sind, die am Ende auch viele Leads abwerfen. Das sind wirklich manchmal Bilder, wo einfach ein Monteur das Handy auf der Baustelle aufgemacht hat, Bild gemacht hat, uns geschickt hat und das läuft dann schon über ja, 1, 2, 3 Jahre komplett durch das Bild. Also wenn du einen Tipp mitnimmst,
dann auf jeden Fall diesen. Werbung, Werbebilder, Grafiken sollten authentisch aussehen. Das ist Punkt Nummer eins und ja, danach kannst du dich auf jeden Fall orientieren. Jetzt haben wir, wie ich anfangs gesagt hatte, bei Werbeanzeigen auch immer noch einen zweiten Part und das ist der Text. Der ist natürlich genauso wichtig wie das Bild letzten Endes. Da wird der Kollege auch noch ein bisschen was zu sagen. Ja, wobei ich dich ein bisschen korrigieren würde. Genauso wichtig ja, aber trotzdem triggert natürlich das Bild erstmal. Das muss man natürlich offen sagen. Also es ist gleich wichtig, klar, da hat der Nico absolut recht, aber die Aufmerksamkeit kriegst du natürlich erstmal übers Bild und dann kommst du zum Text. Und da gibt es ja so ein paar No-Gos, die man, die wir öfter mitkriegen. Also wir haben jetzt schon über tausende Kunden hier geonboardet, quasi als neue Kunden gewonnen. Und was wir immer wieder merken ist, dass der Endkunde, also dein Interessent sozusagen, nicht so viel Ahnung hat wie du. Und worauf ich hinaus will ist, dass wir immer wieder dann hören, ja, das muss da rein und das muss da rein und sehr, sehr viel Fachjargon und Wörter teilweise, die wir nicht mal kennen. Wie soll das dann dein Endinteressent verstehen? Und das ist so mein erster Tipp. Versuche, die Texte ganz einfach zu halten, also schlicht und verständlich für jedermann sozusagen. Denn in erster Linie soll der Werbetext nicht deine Beratung ersetzen, sondern der Werbetext soll Interesse wecken. Da kommen wir auch direkt zum zweiten Punkt. Rede oder sei in den Texten immer positiv. Das heißt, bleiben wir mal bei beim Beispiel mit der PV-Anlage. Du sollst in erster Linie darauf dich konzentrieren, dass du die PV-Anlage an den Interessent bekommst und nicht darauf hinweisen, welche Risiken oder unter welchen Umständen das nur funktionieren kann. Ganz banales Beispiel. Du hast bestimmt schon mal eine aktuelle Nutella-Werbung gesehen. Die zeigt auch nur die schöne Seite der Nutella und nicht die negative Seite. Darauf will ich halt auch hinaus. Im Marketing müssen wir unser positivstes Gesicht und unsere besten Benefits zeigen. Das heißt, wir reden sehr, sehr also nur vorteilsgesteuert. Wir versuchen das Beste aus unserem Produkt, das heißt jetzt die PV-Anlage, Wärmepumpe etc., da rauszuholen. Und ein Werbetext, kommen wir zum dritten Punkt, muss nicht alles abdecken. Sprich, sagen wir mal, du hast Förderung, war ein gutes Beispiel. Du hast die Förderung, aber du hast auch noch tausend andere gute Punkte. Dann muss das nicht alles unbedingt in den einen Werbetext, sondern du kannst dich ja auch in einem Werbetext auf eine Sache spezialisieren. Das funktioniert auch meistens sehr, sehr viel besser. Das heißt, worauf ich hinaus will, ist, auch wenn du sowas wie, ja, es gibt oft Fenster, Türen, Markisen, Terrassenüberdachungsunternehmen, die halt alle vier Sparten bedecken und hier auch eine klare Trennung, also auch ein Tipp, pack das nicht alles in eine Kampagne. Meistens funktioniert das nicht, weil die Leute wollen wissen, dass du Experte in einem Gebiet bist und du kannst dich in einem Werbetext, der auch eine begrenzte Anzahl an Zeichen hat, ja, der ist auch nicht unendlich, nur für ein Produkt quasi als Experte darstellen. Das funktioniert in der Regel immer deutlich, deutlich besser. Die Erfahrung haben wir schon oft genug gemacht. Letzter Tipp ist natürlich auch inhaltlich auf die Basics zu achten, also den Richtlinien natürlich zu entsprechen. Sprich, Diskriminierung ist immer wieder ein Ablehnungsgrund. Gehen wir auch mal ein bisschen in die Mitarbeitergewinnung, dass man nicht das Alter abfragt, dass man nicht die Hautfarbe abfragt und solche Sachen, dass solche Sachen natürlich im Text nicht gegeben sind. Es gibt bei Meta, Instagram und so zwar einen Algorithmus, der das vorher filtert, aber wenn du da trotzdem mal durchkommst, dann kann ich dir schon negative Kommentare garantieren. Ja, eigentlich könnten wir noch ein paar Tipps geben, aber das Video sollte langsam zum Ende kommen. Genau, ich denke, fürs Erste war es das erstmal. Wie der Kollege schon sagte, man könnte darüber jetzt eine ganze Videoreihe machen. Wir haben dazu, wie gesagt, auch schon ein bisschen was aufgenommen. Wir sprechen auch intensiv mit unseren Partnern drüber. Das heißt, wenn dich das interessiert, dann würde ich sagen, trag dich auf jeden Fall mal auf der Homepage ein bei uns und dann gucken wir mal, was wir da machen können. Ansonsten danke dir erstmal fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in den nächsten Videos wieder.